Jo, es gibt meine GTA-Freunde und auch Sally-Willisten. Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und heute zeige ich euch, wie ihr alle, aber auch wirklich alle farbige Duffelbags bekommen könnt, ohne irgendeine Heist zu starten. Ein Haken hat das Ganze natürlich. Es funktioniert nur auf der PlayStation. Ne? Also tut mir auf jeden Fall leid. Und ich weiß auch, dass einige andere YouTuber das bereits hochgeladen haben. Ich bin da ein kleines bisschen spät dran. Heute ist ja noch Weihnachten. Besuch ist da und habe es leider zeitlich nicht geschafft, es früher hochzuladen. Verzeiht mir das bitte. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur die Jobs von Husky markieren. Ich werde euch unten nicht in der Beschreibung, sondern in den Kommentaren, einen Kommentar anpinnen mit jeder Farbe, die es gibt, plus Job. Ne? Also einfach mal in die Kommentare schauen, dann die Jobs markieren. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mit dem Glitch an. Ihr geht jetzt ganz einfach nur in irgendeine Sitzung und startet den markierten Job, indem ihr einfach nur auf Online, auf Jobs, Jobs spielen, markiert und dann auf Last Team Standing und dann holt ihr euch einfach nur den Job raus. Habt ihr dann den Job, dann startet ihr diesen. Seid ihr im Jobmenü, müsst ihr jetzt einfach nur irgendeine random Person oder einen Freund einladen und dann müsst ihr jetzt einfach nur den Job starten. Wenn ihr dann im Job seid, werdet ihr sehen, ihr habt die Duffelbag, der Host bekommt die geschlossene und der Mitspieler bekommt die offene. Jetzt müsst ihr einfach nur euer Interaktionsmenü öffnen, geht auf Stil, auf Accessoires, setzt euch jetzt einfach nur den grauen Ohrhörer an und dann müsst ihr einfach nur euer Interaktionsmenü schließen, öffnet euer Handy und verlasst den Job. Nach einer kurzen Ladezeit, ihr kennt es ja GTA, Ladezeiten und so, werdet ihr in GTA Online spawnen und dann habt ihr auch schon die Duffelbag. Um diese zu speichern, müsst ihr euch einfach nur einen Oppressor anfordern oder einen Buzzard Kampfheli und begebt euch zum Maskenladen. Seid ihr dann am Maskenladen, dann springt ihr jetzt einfach von eurem Flugfahrzeug ab, zieht euer Fallschirm, also sofort den Fallschirm ziehen und dann versucht ihr direkt am Maskenladen zu landen. Und wenn ihr dann gelandet seid, fangt ihr sofort an, Steuerkreuz nach rechts zu spammen. Ihr kommt dann in das Kleidungsmenü. Jetzt speichert ihr einfach nur das Outfit ab oder überschreibt ein bereits erstelltes Outfit. Und dann könnt ihr das alles schon schließen, wenn ihr es gespeichert habt. Und ihr seht, ihr habt keine Duffelbag mehr. Jetzt öffnet ihr einfach nur euer Interaktionsmenü, geht auf Stil, geht auf das gerade gespeicherte Outfit und zack, habt ihr auch schon wieder eure Duffelbag. Und die ist gespeichert. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Wenn ihr richtig krass drauf seid, zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Und wenn ihr Ehrenmänner oder Ehrenfrauen seid, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.